Thomas Reuiger, es ist die Tour de France 2010. Das ist deine wievielte Tour, die du fährst? Die erste. Eine Premiere sozusagen. Freust dich auch sicherlich wirklich ganz besonders drauf. Ja, definitiv. Wie auch bei dem schönen Wetter bei der Tour de France mitzufahren, ist natürlich noch schöner. Giro hatten wir ja heuer leider ziemliches Pech mit dem Wetter. Ich hoffe, dass die 3 Wochen durch Frankreich einfach ein Genuss werden. Ja, ein Genuss. Sicherlich auch bergauf. Für die, die es mögen, du magst bergauf fahren, ist einiges dabei für dich, auf dem Papier zumindest. Ja, definitiv. Also ich habe mir die Etappen schon vorab angeschaut und schaut jetzt sehr anspruchsvoll aus. Das sind ungefähr 7 bis 8 Etappen, wo man sagt, da können Fahrer wie ich was bewegen, die in den Bergen gut sind. Und ja, ich muss natürlich von Tag zu Tag schauen, wie die Beine dann sind, aber ich glaube, es ist einiges drin. Gestern war Teampräsentation, die offizielle von der ASO, mit vielen Zuschauern. Ist ein Termin, den man doch sicherlich genießen kann, oder? Ja, definitiv, absolut. Also wir waren jetzt schon bei Olympia, Giro, Vuelta, bei allen großen Rennen, aber jetzt Tour ist halt nochmal die Steigerung. Das ist so die Ultima Ratio, das Größte, was es einfach gibt. Und es ist einfach nur schön, dass man da jetzt dabei sein kann und darf. Und ich sag, man muss das auch bei dem ganzen Trubel und bei den ganzen Schmerzen und Anstrengungen, muss man das Ganze aber nur irgendwie genießen können. Jetzt weiß ich, dass du beim Giro, in dem du ja 2-mal für uns schon gefahren bist, von deinen Eltern von zu Hause immer mal selbstgemachte Brote geschickt bekommen hast und so zur zusätzlichen Abwechslung im Speiseplan. Gibt's das bei der Tour auch? Ja, also sie werden mich sicherlich 1 oder 2 Mal besuchen kommen, aber mit dem Brot, das haben wir jetzt mal beiseite gelegt, weil wir haben vom Team alles, was wir brauchen, und ja, von dem her beschränke ich mich auf den Tiroler Schnaps, den ich im Flachmann dabei habe, und am Abend, wenn man ein bisschen zu viel gegessen hat oder so, kann man mal ein Stückchen vom Schnaps nehmen, dass sie das wieder alles reguliert. Gut, dann nicht zu viel. Prost, ja. Danke. Und gesund nach Paris. Dankeschön.